Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Box PvP Map bauen kannst. Am Ende gibt es dann noch ein kleines Extra, nämlich zeige ich euch, wie ihr eine Galaxy Box PvP Map bauen könnt. Ja, ich habe so ein Video schon mal hochgeladen, aber ich finde, das kann man sich echt nicht anschauen, weil das echt eine richtig schlechte Qualität hat. Und deswegen mache ich das einfach nochmal. Ja, dann wünsche ich euch auch schon viel Spaß mit dem Video. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen und viel Spaß mit dem Video. Also zuerst einmal geht ihr hier ins Zentrum und dann macht ihr einfach eine neue Map. Jetzt neu erschaffen, dann nehmt ihr hier Rasterinsel und nennt ihr einfach Box PvP oder irgendwie so. Box PvP, so, und dann vielleicht Tutorial. Ich nenne es dann einfach nochmal Tutorial, so. Und schon erstellt ihr die Map. So, dann geht ihr einfach mal in die Map rein. So, dann bin ich hier drin und dann gehen wir erstmal runter. So, jetzt kann es auch schon weitergehen. Ja, dann nehmt ihr euch einfach irgendeine Galerie. Wenn die jetzt zum Beispiel passt, dann nehme ich die einfach. Ihr könnt euch eigentlich eine aussuchen. Ihr braucht nur Boden und Wände, die da drin sind und schön aussehen. Ich nehme die Galerie, die ich letztes Mal auch im Video hatte, nämlich bei Art Deco. Wo ist das gerade? Ich kann es auch einfach suchen. Hier. Dann nehme ich zum Beispiel einfach die hier. Und die Playstation hier irgendwo. Ich habe hier eben aus Versehen die Galerie schon geplaced. So. Und dann geht es auch schon los. So, als nächstes nehmt ihr jetzt euch erstmal eine Wand. Ich nehme jetzt die hier. Dann geht ihr hier in die Mitte, zählt hier 3 ab. 1, 2, 3 und hier. Und die macht ihr dann so, dass das 6 ist. Dass es 6 lang ist. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ganze macht ihr 2 hoch. So, wenn ihr das gemacht habt, macht ihr das in jede Richtung einmal 6 Blöcke. So, dann soll es bei euch jetzt so aussehen. Wundert euch nicht, wenn ihr nicht jedes 3 lang ist. Das ist extra so. Sollte bei euch auch so ähnlich aussehen. Also ihr müsst einfach nur immer 6 Wände. Hier 6 Wände, hier 6 Wände, hier. Und dann habt ihr das schon die richtige Größe. Wundert euch da auf keinen Fall. Ja, dann würde ich sagen, mache ich erstmal den Boden. Und den hole ich mir jetzt. So, für den Boden nehme ich einfach mal das hier. Das sieht ganz nice aus, finde ich. So, dann gehe ich jetzt wieder hier hin. Und place den überall auf dem Boden. So, dann machen wir das Ganze noch hier oben. So, jetzt kommen wir zu den Spawnpunkten. Dafür geht ihr auf Geräte und gebt dann hier einmal Spawnpunkt einfach ein. Spieler-Spawnpunkt. Dann nehmt ihr davon einfach 15 ungefähr. Ist eigentlich egal. Und dann macht ihr das einfach so. So, 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 so. Und das macht ihr dann so. Das ist so. Ja, wie soll ich sagen? Dass es so halt aussieht, wie es jetzt hier gleich bei mir aussieht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt sogar zu wenig, dann nehme ich nochmal welche. So, so, dass es immer ein Feld frei ist. Also so sollte es dann aussehen. Ja, und dann müsst ihr die ganzen Spawner einstellen. Dann macht ihr einfach bei beiden hier unten nein. Und das macht ihr jetzt bei jedem. So, wenn ihr dann glaubt, dass ich wirklich keinen vergessen habe. Ich glaube, ich habe jetzt hier alle. Dann geht es weiter mit den Barrieren. So, dafür nehmt ihr euch einmal die Barrieren. So. Und die placed ihr dann überall, wo noch nichts ist. Oh, das war los. So. Jetzt habe ich hier aus Versehen die Wand weggemacht. Die mache ich mal kurz wieder hin. So, dann macht ihr die überall hin, wo noch keine sind. Hier fehlt noch eine und dann habe ich das auch schon gemacht. Und jetzt kommen wir zu den Einstellungen der Barrieren. Dafür geht ihr immer hier auf diese Striche und geht ihr bei Ausschalten bei Empfang von Kanal 1. Ja, dann kommen wir noch zu den Einstellungen, die ihr euch aussuchen könnt. Dann nehmt ihr nämlich Barrierenstil. Ja, und bei Barrierenstil könnt ihr es euch dann aussuchen. Was in jeder Box PvP Map eigentlich ist, ist nämlich blaues Kraftfeld. Dann sieht das genau so aus, wenn ihr spawnt, aber ich wollte euch eine Galaxy Box PvP Map zeigen. Deswegen gehen wir dann auf Nebelviolett. So, und dann habt ihr eine Galaxy. Wenn ihr eine normale wollt, dann macht einfach Kraftfeld blau. Und jetzt müsst ihr das bei jeder machen. So, wenn ihr dann glaubt, dass ihr alle habt, so wie ich, dann fliegt ihr einfach einmal hoch. Ah, los. So. Und wenn das dann so aussieht, dann habt ihr alle. Hier fehlt jetzt noch einer, dann gehe ich mal zu der. So, mach die noch kurz. Nebelviolett, so. Bei hier in Höhe 2 und ausschalten bei Empfang von Kanal 1. So, wenn das dann hier oben so aussieht, habt ihr dann alle. So wie bei mir jetzt. Und dann kann es auch schon weitergehen. So, der nächste Schritt ist, dass ihr einmal den Auslöser und den Sequenzer nimmt.
So, Auslöser einmal ausrüsten und den Sequenzer. So, damit machen wir dann, dass die Barrieren auch weggehen und angehen. So, dann placet ihr den Sequenzer einfach irgendwo. So, so. Dann Tempo macht ihr 100, sonst ist es zu schnell. Länge ist eigentlich egal, ich mache da immer 5. Spiel Start. Ja, dann macht ihr irgendwo den Auslöser hin. Zum Beispiel mache ich den kurz hier hin. Und dann nehmt ihr den nochmal mit dem Handy und macht den genau dahin, wo er hin muss. Also ich mache den immer hier an diese Linie am Anfang. So. Dann müsst ihr bei dem einstellen, wenn ausgelöst, dann senden an Kanal 1, damit die Barrieren dann weggehen. Ja, dann als nächstes machen wir das Inventar der Spieler. Dafür brauchen wir das Gerät Team, Einstellung und Inventar. So. Und dann nehmt ihr euch erstmal die Sachen, die jeder Spieler haben soll. Für mich wäre das dann einmal eine epische Pump. Eine blaue Eier. Und dann bei Verbrauchsgegenstände 2 Minis und ein Fisch. Dann natürlich noch 500 Holz. Und Pump und AR Munition. So, wenn ihr das dann alles habt, dann droppt ihr das einfach hier einmal rein. So, und nicht vergessen, die Munition und die Mats zu droppen. So, und dann bekommt man das auch schon. So, als nächstes machen wir den Sturm. Dafür nehmt ihr die einfache Sturmkontrolle. So, die platziert ihr dann in die Mitte. So, die nehme ich mir dann mal und pack die in die Mitte. Wo ist hier die Mitte genau? Die Mitte ist genau hier. So. Dann macht ihr Schaden, so viel wie die Spieler Schaden bekommen sollen. Ich mache einfach 10er Ticks. Endradius 0 Meter. Anfänglicher Radius macht die 30 Meter. Dann Größenänderungs... Dann hier Bewegungsdauer ist eigentlich egal. Größenänderungsdauer 1,5 Minuten. Und Zeit zwischen Sturmbewegung 5 Sekunden. So, dann seid ihr auch schon mit dem Sturm fertig. Sorry Leute, bei Bewegungsdauer... Wo ist es hier gerade? Macht ihr dann doch 1,5 Minuten oder eine Minute? Ich glaube, es ist egal. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es letztes Mal in der Map, habe ich gerade bemerkt, anders gemacht. So, falls ihr eigene Social Media habt oder irgendwie einen Creator Code, könnt ihr auch noch so Werbung machen. Dann nehmt ihr dann einmal den Nachrichten über Mittler. So, den nehmt ihr dann einfach mal. Und dann placet ihr den hier irgendwo. Da gebt ihr dann die Nachricht ein, zum Beispiel YouTube. Doppelpunkt Lenny OG. Ihr könnt natürlich auch alles andere eingeben. Dann Zeit ab Rundenstart, so ungefähr 10 Sekunden. Anzeigedauer, keine Ahnung, 5 Sekunden. Eigentlich könnt ihr auch hier direkt machen. So, und dann Schrift mache ich immer blau fest. Das ist am schönsten, finde ich. Ihr könnt es natürlich aussuchen. Dann obere Mitte. Und im Spiel sichtbar ist egal, wenn man da eh nicht hinkommt. So, als nächstes könnt ihr einmal das Spiel starten und gucken, ob alles funktioniert. So. Okay, die Barrieren gehen, glaube ich, ein bisschen zu schnell weg. Ich weiß jetzt nicht genau. Wenn es für euch so passt, dann macht, lasst es so. Sonst macht ihr einfach einmal das Spiel beenden. So, zurück zur Insel. Dann geht ihr zurück zu eurem Sequenzer. Ja, dann machen wir hier beim Sequenzer. Tempo machen wir dann 90. Und Länge macht ihr noch mal ein bisschen runter. So, 6. Dann macht ihr den Auslöser dahin, wo der vorher auch war. Also hier an dieser Linie. Eine vor dem Ende. Oder eben noch ein bisschen weiter, was ich jetzt machen werde. Nämlich hier hin. Den anderen müsst ihr wegmachen. So, und jetzt sollte es eigentlich funktionieren. So, dann kommen wir zu den Einstellungen, nämlich Sprachchat alle. Team ist eigentlich egal, Free for All am besten. Team Free for All und dann geht's hier weiter. Spawn Limit einmal. Nach letztem Respawn wechseln zu Beobachter. Runden insgesamt ist eigentlich auch egal, 100 oder 10. Zeitlimit auf jeden Fall aus, sonst geht die Runde einfach irgendwann aus. Letzter Überlebender beendet Spiel ein.
So, dann Einstellungen. Tageszeit mache ich immer so 14 bis 15 Uhr. Kamerafilter ist, Kamerafilter lasst ihr so. Lichthelligkeit mache ich 50 oder 60 einfach. Ja, Startkondition 100, maximale Kondition 100, Startschilde auch 100 und maximale Schilde 100. Unendlich Munition auf jeden Fall aus, unendlich Ressourcen auch aus. Ja, bauen, zulassen an natürlich. Schaden um Umgebung auf jeden Fall aus. Gebäudeschaden um Gegner gebaut und selbst gebaut. Gegenstände, Elemente, Spieler fallen lassen. Gleiter erneut aufklappen auf aus. Und dann hier Konditionsbonus bei Eliminierung 50. Und dann 50 Holz pro Kill. So. Das war's dann mit den Einstellungen hier. Benutzeroberfläche. Anzeige des Spielsiegers 3 Sekunden. Hier auch 3 Sekunden. Dann macht ihr bei allem 3 Sekunden. Sonst muss man voll lang warten. So, dann hier die Punkteanzeige 1. Macht ihr einfach zum Beispiel jetzt Eliminierung. Dann 2. Macht ihr erlittener Schaden und 3 angerichteter Schaden. Dann Art des Kartenbildschirms Punkteanzeige. Individueller Text bei Sieg zum Beispiel. Du bist krass. Und hier bei Niederlage. Du bist schlecht. Könnt ihr natürlich auch irgendwas anderes machen oder gar nichts. Ist jetzt einfach nur aus Spaß. Werkzeuge gar nichts, Beschreibung auch gar nichts und Berechtigung auch gar nichts. Ja, dann müsste eigentlich schon alles fertig sein. Jetzt könnt ihr einmal das Spiel starten. So, jetzt gehen die Barrieren auch wahrscheinlich länger. Ja, so, die hatten jetzt eine passende Zeit. Vielleicht auch ein bisschen länger könnte man machen. So, die Zone kommt auch. So, die Zone haben wir noch was falsch eingestellt. Das ändern wir gleich. So, das ändern wir dann jetzt einmal. Ich glaube, Bewegungsdauer auf 30 Sekunden nur. So, vielleicht klappt es jetzt. So, jetzt klappt es. Jetzt kommt die Zone auch direkt. So, dann machen wir nochmal Spiel beenden und ändern noch das, dass hier noch YouTube Lenny OG kommt. Das klappt irgendwie noch nicht so ganz. So, dafür gehen wir dann wieder zurück zu den Dingen, wo wir es eingestellt haben. Wo ist es hier gerade? Irgendwo hier habe ich es ja geplaced. Ah, hier ist es. Zeit ab Rundenstart, nämlich 10 Sekunden, das hatte ich da falsch eingestellt. So, und jetzt müsste es eigentlich gehen. Oder auch eine Sekunde, ist eigentlich egal, jetzt kommt das 10 Sekunden nach Rundenstart. Eigentlich müsste der eine Sekunde einstellen, ich habe mich jetzt ein bisschen verklickt. Aber dann kommt das jetzt nach 10 Sekunden, das könnt ihr bei euch dann anders einstellen, falls ihr das überhaupt machen wollt. Ja, nach 10 Sekunden müsste das dann jetzt hier kommen, wir gucken mal. So, da ist es auch schon, YouTube Lenny OG. Ist auf jeden Fall richtig nice. Und das war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, teilt das Video mit euren Freunden und ciao.